Hallo, ich bin Wunschmeister von den Marktradikalen und heiße euch heute zusammen mit The One and Only Ole willkommen zu einer neuen Ausgabe von Spektrum. Heute zu dem Thema Lightning und Staatshass. Keiner steht wohl mehr für diese zwei Dinge wie unser Gast Seofi Rooting. Heute kommen also sowohl Bitcoiner als auch Libertäre voll auf ihre Kosten. Seofi Rooting ist Betreiber der wohl größten Lightning-Node Deutschlands mit dem gleichlautenden Namen. Diese gehört weltweit zu den Top 10 Nodes im Lightning Network, sowohl was Vernetzung als auch Größe angeht. Er ist bekennender Voluntarist bzw. UNCAP und er hat mich zum Beispiel zu Larkin Rose gebracht, wofür ich ihm sehr dankbar bin. Wir freuen uns sehr, dich heute da zu haben. Hallo Seofi Rooting. Hallo zusammen. Moin Moin. Schön, dass ich da sein kann. Servus auch von mir. Hallo. Hallo Ole. Ja, war eine wunderbare Anmoderation. Ja. Man hätte es nicht besser machen können. Wenn ich mich nicht verquatscht hätte, aber gut. Naja, das gehört dazu. Steuern sind Raub. Genau, das hat noch gefehlt. Ja, also, Seofi Rooting, wie geht's dir? Du kannst ja erstmal von dir aus ganz einfach erzählen, wie bist du zu uns gekommen? Also, warum bist du heute hier? Ja, genau, das mache ich gerne. Ich bin ja jetzt seit einem Jahr mit meinem Lightning Node unterwegs, war von Anfang an relativ lautstark auf Twitter, was unter anderem dafür gesorgt hatte, dass ich eine ganz nette Followerschaft aufbauen konnte und entgegen meiner Erwartungen auch relativ viele deutschsprachige libertäre UNCAPs für meine Themen begeistern konnte. Und mein Twitter-Feed erstaunlich deutschlastig geworden ist, weil ich so vielen Leuten folge, aus euren Reihen. Ich betreibe den Lightning Node Seofi Rooting, der aktuell, glaube ich, sowohl was Channel-Amount als auch Connectivity betrifft, unter den Top 5 Nodes ist und was die Liquidität betrifft, glaube ich, jetzt auf Platz 12 ist, weil die großen Finanznodes da einiges an Liquidität nachgeschossen haben. Vorher war ich mal, ich glaube, ich war mal auf Platz 10. Ja, mache das, also was mich auszeichnet, ist, dass ich umsonst Payments forwarde. Das macht, glaube ich, in der Größenordnung, wie ich das betreibe, sonst keiner. Was mich sehr spannend für alle möglichen Teilnehmer des Netzwerks macht, und finanziere meinen Node dadurch, dass ich Liquidität, also Channels, verkaufe zu wer auch immer gerne einen eingehenden Channel von mir haben möchte. Man kann aber auch problemlos einfach einen Channel zu mir aufmachen für umsonst. Ja, das ist so im Großen und Ganzen das, was ich als Node-Betreiber Seofi Rooting so treibe. Ansonsten beschäftigt mich natürlich, wie viele Bitcoiner, das Thema Staat und wie viel Staat ist die richtige Menge Staat. Hab da einen Prozess hinter mir, den vermutlich viele eurer Hörer hinter sich haben oder bereit sind zu schreiten, diesen Weg, dass man irgendwann auf den Gedanken kommt, naja, vielleicht ist Staat nicht die Lösung für alles, bis hin zu, gibt es eigentlich überhaupt was der Staat sinnvoll löst, um dann dort zu enden, dass man sagt, eigentlich Staat in jeglicher Form absolut unmoralisch und eigentlich weg. Ja, man kann eigentlich sagen, die Aufklärung hat versagt in dem Punkt. Sie hat ganz schön die Kirche in die Schranken gewiesen, aber beim Staat hat sie dann doch keinen Bock gehabt. Genau. Ja, also man hat es ja versucht. Ne? Es gab ja schon große liberale Denker, aber irgendwie sind sie ein bisschen versandet, was das angeht. Leider. Also in meinen Augen ist die große Kunst in der Kommunikation mit Menschen, die da halt bei weitem noch nicht angekommen sind, da den richtigen Ton zu treffen, wenn man überzeugen will. Also weil es relativ einfach ist, so habe ich das eine Zeit lang betrieben, aber da macht man sich halt ernsthaft keine Freunde mit, sich auf diese absolute Position zurückzuziehen und zu sagen,
ja, so kommen wir gar nicht ins Gespräch, sondern ich in Gesprächen versuche ich, dass die Leute von alleine darauf kommen, dass sie mit dem jeweiligen Thema, über das man sich unterhält, ohne Start in der Regel besser dran sind als mit. Und das ist auch in Einzelthemen in der Regel gar kein Problem. Das Problem tritt immer dann auf, wenn man dann von dem, okay, wir haben jetzt hier dein konkretes Problem gerade besprochen und du hast gemerkt, dass der Staat eigentlich mehr schadet als hilft, das dann zu Ende zu denken und zu sagen, es gibt da eigentlich kein Thema, wo der Staat in der Summe mehr nützt, als er Schaden verursacht, das ist das Problem. Ja, auf jeden Fall. Wunschmeister, ein Kommentar dazu? Ja, er hat absolut recht, aber ich würde jetzt erstmal wieder zur Note zurückkommen und wie du zu Bitcoin gekommen bist, weil über den Start können wir später noch reden. Eine Sache. Das heißt ja auch Lightning und Staatshass. Genau, fangen wir doch mit Lightning an. Genau, also eine Sache, die mich interessieren würde, was kam zuerst, also das Libertäre oder Bitcoin? Das Libertäre kam zuerst, weil das Libertäre vor Bitcoin kam, also bevor es Bitcoin gab. Das ist auch genau mein Glück gewesen, ehrlicherweise, dass ich so im Nachklang der Finanzkrise 2008, 2009 mich stark mit damals Ron Paul, dem Mises-Institut und seinem Buch End the Fed auseinandergesetzt habe und mich dafür sehr, sehr begeistern konnte für seine Argumente. Und das, obwohl ich vorher eigentlich eher mich selber so in die Richtung Grüne eingeordnet hätte. Oha. um dann aber der Logik folgend und der Konsequenz folgend und das ist ja eigentlich nur, wenn man von ich weiß den deutschen Begriff nicht, aber wenn man von First Principles ausgeht, also so grundfesten Annahmen, wie Gewalt auf jemanden auszuüben, der selber friedlich ist, das kann unter keinen Umständen gut sein. Wenn man von solchen Annahmen ausgeht, dann landet man relativ schnell logisch konsistent dabei zu sagen, was der Staat macht, ist nicht cool. Jedenfalls war das als erstes und dann bin ich 2011 über das Thema Bitcoin gestolpert und konnte mich sehr schnell dafür begeistern, weil ich durch diesen Ron Paul Goldstandard Hintergrund prädestiniert war, das gut zu finden, war ziemlich kritisch am Anfang, weil ja, funny Internet Money macht irgendwie, das hat ja keinen Bezug zu nichts, wie kann das funktionieren, wie kommt überhaupt ein Marktpreis zustande, es kann ja keinen Wert haben. Bin dann aber relativ schnell darauf gekommen, naja, dadurch, dass es mittlerweile einen Wert hat, hat es ja einen Wert. Und das Ursprungsproblem von Bitcoin, wie kann etwas, das aus dem Nichts geschaffen wurde, dem grundsätzlich kein Wert beigemessen ist. Das hat sich ja praktisch in den ersten, im ersten Jahr nach dem Genesis-Block, hat sich das ja schon beantwortet, diese Frage, weil es gab offenbar irgendwelche Leute, denen das was wert war. Und Bitcoin ist ein 1-0-Ding. Entweder das funktioniert gar nicht und der Wert ist null, oder es funktioniert und wird alles auffressen, was es gibt. Und ich glaube, wir sind da auf einem guten Weg, ebenfalls zu landen, wo Bitcoin zumindest was Währung betrifft und Geld betrifft, eine sehr dominante Rolle einnehmen wird. Ja, habe ich auch ein interessantes Video gesehen letztlich auf Twitter, wo einer gemeint hat, es ist wie eine Dampfwalze, egal wie schnell es fährt, ob man es halbe Kilometer weniger oder mehr, es walzt alles nieder. Ja. Egal, was die machen. Total. Also das sehe ich ganz genauso. Ich erwarte, dass sich der Trend in Bitcoin langfristig fortsetzt, den wir die letzten 10 Jahre gesehen haben. Kurzfristig, ja. Überhaupt keine Lust, über Preisspekulation zu reden, weil das ist alles sowieso, Bitcoin macht, was Bitcoin macht. Ja, am Ende
also es gibt ein nettes, netten Tweet von dem Mandrake, ich weiß nicht, ob ihr den kennt. Welcome to Bitcoin, I hope you like pain. Das fasst das gut zusammen. Man hat irgendwie, wenn man Bitcoin besitzt, die ganze Zeit das Gefühl, es geht bergab, aber trotzdem wächst das eigene Vermögen. Das ist eine ganz, ganz merkwürdige Geschichte. Ja. Mich persönlich interessiert der Preis eigentlich nur, wenn ich kaufen will. Ansonsten interessiert er mich gar nicht. Geht mir ähnlich. Also ich gucke da nicht drauf. Ich kann das jetzt, ich habe glaube ich seit einer Woche nicht mehr geguckt. Ich kann das überhaupt nicht sagen. Meistens ist es so, dass ich da nur drauf stoße, weil auf Twitter irgendwie gerade alle schreiben, ja, wir haben es euch doch gesagt, der Preis geht hoch, oder oh nein, haltet eure Portemonnaies zusammen, der Preis geht runter. Also Bitcoin stirbt! Genau, also das ist so meine Quelle an Preisinformationen. Und ich merke von den Preisschwankungen jetzt als Lightning Node Operator verhältnismäßig wenig. Also der Fluss ist ziemlich konstant, egal wie da was der Preis macht. Ja, das ist so, also ich bin ja nur Node Operator, ich sehe ja nicht viel. Ich sehe ja immer nur von wo nach wo ich was schaufel. Aber das verändert sich nicht groß mit Preisschwankungen. Das ist relativ konstant. Und wo wir schon bei der Node sind, du hast dann Bitcoin entdeckt. Und wann kam es denn dazu, zu sagen, yo, ich mache jetzt mal so eine der größten Nodes auf, die es gibt im Lightning-Netzwerk? Diesen Gedanken hatte ich in dieser konkreten Form nie. Ich habe, als das ganze Segwit-Thema durch war, was eine ganz spannende Phase von Bitcoin war, BTC Pay war damals eine der ersten Lösungen, die aus der Box so eine Node aussetzen konnte, ohne dass man sich viel mit Kommandozeilenkrempel herumschlägt. Das heißt, ich hatte, das muss 2017 oder 2018 gewesen sein, wenn ich das jetzt richtig einordne, mir mal einen BTC-Pay-Server aufgesetzt mit einem Lightning-Node und irgendwie 2-3 Channels aufgemacht zu den üblichen Verdächtigen und den dann so laufen gelassen. Und der lief auch relativ lange. Ich glaube, der lief dann 2-3 Jahre. Ich habe da halt nichts mit gemacht. Also der hat zwar auch ein bisschen geroutet, aber halt von den Channels, wo ich günstige Fees hatte, zu den Channels, die selber teurer, also die Klassiker, weil ich mich da auch, ich habe überhaupt keine Fees gesetzt. Also ich hatte keine Ahnung, was ich tue. Und als dann diese El Salvador führt Bitcoin ein Thematik in die Welt ging, hat das ehrlicherweise mein Interesse an Lightning nochmal gewächst. Ich wusste, dass Lightning cool ist. Das hat aber zu dem Zeitpunkt, als ich das erste Mal ausprobiert habe, halt nur sehr, sehr mäßig funktioniert, was einfach daran lag, dass es kein Netzwerk in dem heutigen Sinne gab. Es gab irgendwie eine Handvoll Nodes und wenn man irgendwie $5 bewegen wollte, dann war das schon gut, wenn das geklappt hat. Das ist ja heute ganz anders. Also man kann ja fast beliebige Beträge durch das Netzwerk drücken. Dann habe ich eine Node aufgesetzt, habe einfach mit dem Gedanken gespielt, ja, kannst ja Lightning Liquidität providen, in welcher Form auch immer, und ein bisschen an Routing-Fees verdienen und habe dann relativ schnell gemerkt, oh, da bleibt auch einfach nichts hängen. Also wenn man nicht exakt weiß, was man tut, dann verdient man mit einem Lightning-Routing-Node echt kein Geld. Also zumindest war mir das, ich bin jetzt ein Jahr schlauer. Wahrscheinlich würde ich das jetzt auch hinbekommen, mit einem Lightning-Routing-Node Geld zu verdienen, nur durch die Fees. Aber das war, als ich das gestartet habe, war das einfach nicht möglich, weil auch mein Verständnis von Lightning noch zu beschränkt war wahrscheinlich. Und dann habe ich gedacht, naja komm, ob ich jetzt hier irgendwie ein paar Bitcoin nehme und Channels aufmache, um da irgendwie, keine Ahnung, 3000 Satoshi im Monat zu verdienen an Routing-Fees. Da kann ich es auch umsonst machen. Da haben wenigstens alle was davon. Dann habe ich gesagt, okay, ich mache einen Lightning-Node auf, der umsonst routet. Da hatte ich noch überhaupt kein Geschäftsmodell. Das war also so ein bisschen so wie Google mit der kostenlosen Suche. Ich habe es einfach gemacht. Weil ich dachte, ich probiere es einfach aus, mal gucken, was passiert. Und das hat extremst gut funktioniert. Also ich habe
mir die Handles besorgt bei Telegram und Twitter, war relativ lautstark auf Twitter und in Telegram in der Plepnet-Gruppe und habe geschrieben, was ich mache. Und am Anfang habe ich die Channels einfach weggeschenkt. Also ich habe sehr viel bei Lightning Network Plus mich vernetzt am Anfang. Also ich habe, glaube ich, mit dem Ursprungsnode 50, irgendwas zwischen 50 und 100 Channels über so Peer-Swaps aufgemacht, was ich auch jedem nur empfehlen kann, der einen neuen Node aufsetzt und gerne sowohl eingehende als auch ausgehende Channel haben möchte. Das funktioniert halt echt gut. Das ist diese Triangle-Geschichte, also die genau, Files. Genau. Ja, wobei, genau. Ich habe mir das am Anfang ja auch angeguckt, wenn man nicht schon eine gewisse Statur hat mit der Node, findet man eigentlich nur Popel-Channels und das lohnt sich eigentlich gar nicht. Genau, das ist natürlich, du kannst diese Metriken natürlich auch gamen. Also du kannst ja einfach einen Node aufmachen, einen zweiten Node aufmachen, einen Bitcoin-Channel zwischen deinen beiden eigenen Nodes aufmachen und schon erfüllst du 90% aller Kriterien. Also das das geht schon. Ich weiß gar nicht, wie ich das damals gemacht habe. Ich glaube, ich habe mich da auch einfach hochgearbeitet. Das heißt, ich habe immer am Anfang irgendwie irgendwas zwischen um 1 bis 5 M-Channels aufgemacht, um mich dann zu den größeren Channels hochzuarbeiten. Und irgendwann war ich halt, das ist halt auch eine echt geile Selling Proposition, wenn man sagt, ich route deine Satoshis umsonst. Das heißt, irgendwann konnte ich mich vor lauter eingehenden Channels sowieso nicht mehr retten. Da war das gar kein Problem. Dann habe ich damit auch aufgehört, diese Swaps zu machen, weil das ja verschenke ich ja meine Liquidität. Und dann bin ich irgendwann dazu übergegangen, das muss im März diesen Jahres gewesen sein. Da saß ich auf dem Balkon und habe überlegt, ich probiere mal was. Ich habe hier irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, halben Bitcoin oder einen Bitcoin an Liquidität. Ich verkaufe die einfach mal auf Twitter. Ich habe reingeschrieben in Twitter, hier, ich verkaufe Channels für, ich weiß nicht mehr, was für ein Preis, relativ günstig. Wer will, soll mich anschreiben. Ich mache dann einen Channel auf, bezahlt eine Lightning-Invoice und dann mache ich das auf. Und dann habe ich gesehen, ich hatte den ganzen Tag nichts anderes mehr zu tun, als Anfragen zu beantworten. Da habe ich gesehen, okay, es ist Nachfrage nach sowas da. Dann habe ich angefangen, das zu professionalisieren. Die Nachfrage ist, denke ich, auch klar, weil gerade als relativ kleine Node kommt man nicht an Inbound-Liquidity ran. Erst ab einer gewissen Größe fangen dann Leute an, Channels zu einem freiwillig aufzumachen. Ja. Ich war da auch zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Also gerade Ende letzten Jahres, Anfang diesen Jahres war in Lightning auch echt viel los mit neuen Leuten, die sich ein Raspi gekauft haben, dann Raspi Blitz aufgesetzt haben oder ein Umbrell oder irgendwie sowas und dann sich intensiv mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Also da war schon richtig Musik drin. Ja, und jetzt professionalisiere ich das Ganze und bin auch sehr zuversichtlich, dass das noch richtig professionell wird. Also noch machst du es neben deinem normalen Job? Heute mache ich das neben meinem normalen Job, aber es ist ein Vollzeitjob. Also hast du zwei Vollzeitjobs. Es fühlt sich leider so an. Also ich werde mich perspektivisch sowieso doxen müssen. Ich habe eine Webagentur und ziehe mich gerade aus dem Agenturgeschäft zurück und konzentriere mich jetzt auf das Lightning-Geschäft. Also ich mache das jetzt Vollzeit. Sehr schön. Sehr schön, ja. Und ich würde einfach fragen, wie hat das Ganze technisch angefangen? Also hast du einen Raspi-Blitz genommen wie die meisten oder irgendwas anderes, einen alten Laptop? Oder und wie sieht es heute aus? Also mit so einer großen Not, was braucht man da an Hardware? Und was genau tust du, um eben diese Not quasi zu maintain, also was musst du da überwachen und regeln, dass das alles gut läuft? Also ich habe, also angefangen hat das bei mir tatsächlich alles mit irgendwelchen Umbrells und Raspi-Blitzen. Ich habe mit einem Umbrell angefangen und mich dann relativ schnell für Raspi-Blitz entschieden. Das war aber noch nicht der Zero-Fee-Routing-Node. Das war einfach nur Mitte letzten Jahres mein wiederentdecktes Interesse an Lightning. Hab dann mit dem Raspi-Blitz da rum experimentiert
und relativ schnell erkannt, okay, wenn man das irgendwie halbwegs professionell machen möchte, dann braucht man erstens leistungsfähigere Hardware und eine bessere Verbindung ins Internet, als man das zu Hause über Tor hat. Und habe dann im ersten Schritt mir eine virtuelle Maschine angemietet und da mein eigenes Docker Compose-basiertes Setup aufgesetzt. Also Umbrel funktioniert auch so mit Docker Compose. Also ein bisschen ähnlich wie das Umbrel-Setup, aber halt komplett von mir selbst geschrieben. Und habe das dann Schritt für Schritt professionalisiert. Am Anfang hatte ich ja noch einen LND-Node, der auch gut geeignet ist für kleine Nodes. Aber wenn man einen großen Node mit viel Traffic betreibt, ist LND damals auf jeden Fall nicht die richtige Wahl gewesen. Ob das heute besser ist, kann ich nicht beurteilen. Ich musste den LND-Node dann jedenfalls irgendwann einstampfen, weil der einfach kaputt gelaufen ist. Also zu viel Daten hatte. Ich habe Tage gehabt, da ist meine Channel-Datenbank, in der die ganzen Channel-States gespeichert werden, um 7 Gigabyte am Tag gewachsen. Das ist natürlich unhaltbar. Also da bist du ja, kannst du ja ausrechnen, da bist du nach einem halben Jahr bist du mausetot, außer du hast terabyteweise Speicher. Das war so der Punkt, wo ich sagte, okay, jetzt muss ich die Implementierung wechseln, wenn dann zu CLN, und habe mit dem Wechsel auch gleich mein Setup verändert. Ich habe dann den Node eine Zeit lang über ein VPN hier aus meinem Büro betrieben, auf einem Laptop. Und das ging einen knappen Monat gut, würde ich sagen. Und dann hatte ich Hardware-Probleme, also mein Harddrive hatte Probleme. Ich habe das glücklicherweise geschafft, die Daten von dem Harddrive zu retten, ohne dass meine Channel-Datenbank korrumpiert ist. Das war so meine größte Sorge, weil dann ist man richtig Ende. Und habe dann mir eine Dedicated-Maschine gemietet bei einem großen Hosting-Provider, verschlüsselt, also praktisch die Festplatte ist verschlüsselt. Und lasse auf dieser verschlüsselten Festplatte jetzt mein Setup laufen. Das heißt also, Setup ist eigentlich sicher auch vor Rogue-Employees. Das heißt also, wenn sich jemand irgendwie den Server schnappt, dann ja trotzdem nicht an die Coins. Und die Theorie. Denkst du, also, dass das so ein bisschen der Bitcoin-Philosophie oder der Lightning-Philosophie widerspricht? Wenn man jetzt quasi nicht mehr nur die kleinen Nodes bei sich zu Hause hat, sondern auf einmal Dedicated Server in einem Rechenzentrum mietet. Also Bitcoiner machen sich ja immer gerne lustig über Ethereum, hosted by AWS. Und also wie sind deine Gedanken dazu? Also einfach ohne Wertung. Ja, ohne Wertung ein Netzwerk Seite aus, wie das Lightning. Du darfst gerne Wertung abgeben, nur von mir aus. Also sollte jetzt keine Kritik sein erstmal. Nein, ich versuche mal was Wertfreies abzugeben. Natürlich bin ich sehr biased, weil ich einen riesigen Node betreibe, der so eine zentralisierende Instanz ist. Also ich glaube, dass jedes Netzwerk, das so strukturiert ist wie das Lightning-Netzwerk, zwangsläufig daraus hinaufläuft, dass man einige sehr große Nodes hat, die viel Routing machen. Es liegt einfach daran, dass das viel Routing sehr kapitalintensiv ist. Und das muss man schlicht und ergreifend auch erstmal irgendwie können. Und deswegen glaube ich, dass das wird sowieso darauf hinauslaufen. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Ich bin der festen Überzeugung, dass das ganz unfassbar wichtig ist, dass das On-Chain-Netzwerk Bitcoin dezentral ist und auch dezentral validiert werden kann, weil man ansonsten das Risiko fährt, dass man nicht mehr censorship-resistant ist. Im Lightning-Netzwerk ist das ein bisschen anders, weil ich kann ja als Teilnehmer des Lightning-Netzwerks sagen, es ist das technisch möglich, dass man das aktuell nicht in den Wallets kann, weiß ich. Ich kann als Lightning-Netzwerk-Teilnehmer sagen, ich möchte gerne Zahlungen an den Wunschmeister durchführen, aber ich möchte auf keinen Fall, dass das durch Async oder Zero-Fee-Routing geht. Das kannst du. Dann machst du es einfach und dann gehst du halt, oder du sagst, ich will nur Tor-Only-Nodes, die kein ClearNet haben, benutzen für dieses Payment. Das geht. Das heißt also, man kann dadurch dem End-User die Möglichkeit bieten, hey, du hast hier zwei Möglichkeiten, wie immer im Leben, komfortabel, schnell und günstig.
durch die Großen oder kompliziert, beschwerlich und teuer, aber dafür, weil wir es also Privatsphären achten da. Ich selber habe mir das zum Ziel gesetzt, möglichst wenig über meine Peers zu wissen, außer sie möchten das. Das heißt, also ich mache keinerlei Auswertungen, welche Payments gehen von A nach B. Ich halte diese Daten auch nicht vor. CLN, die Implementierung, die ich einsetze, vergisst diese Informationen auch, wenn ein Channel geschlossen wird. Also nicht sofort, sondern ich meine nach ein paar Tagen. Das heißt also, wenn jemand einen Channel zu mir auf hat, Payments macht, den Channel zumacht, dann weiß mein Node nach ein paar Tagen gar nicht mehr, dass es den Channel gab. Das ist cool, weil das natürlich inhärent dafür sorgt, dass man die Privatsphäre seiner Peers achtet. Was ich fragen will, was ist der fundamentale Unterschied zwischen Core Lightning und LND? Ich glaube, man kann das zusammenfassen mit Designphilosophie. Core Lightning ist total Plugin-basiert. Du hast praktisch den Lightning-Kern und alles, was darum herum ist, die Daten von Bitcoin D geholt werden, welche neuen Blöcke es gibt, zu wie ein Channel aufgemacht wird, zu alles, sind einzelne kleine Plugins, die man aktivieren, deaktivieren und ersetzen kann. Dadurch ist Core Lightning unfassbar flexibel. Also theoretisch kann man Core Lightning einsetzen und alles anders machen als im Kern. Das ist ziemlich mächtig. Es gibt eine unglaubliche Flexibilität. Und ich habe den Eindruck, Core Lightning ist auch mehr auf professionellen Einsatz abgestimmt. Da wird mir wahrscheinlich jeder von Lightning Labs widersprechen. Aber das ist so mein, ich sag jetzt mal, laienhafter Eindruck von außen. Klingt so ein bisschen, als wäre Core Lightning mehr für die Pros und LND mehr für Casuals. Ich glaube so. Also so würde ich das stehen lassen. Also es spricht nichts dagegen, sich ein Umbrel zu holen, LND zu benutzen, 2-3 Channels aufzumachen und damit zu bezahlen und Zahlungen anzunehmen und sich über die schönen Oberflächen von Thunderhub und Ride the Lightning zu freuen. Aber ich glaube, wenn man professionell Node betreibt, dann stößt man mit LND, so wie auch ich, daran gestoßen bin, an die Grenzen dessen, was mit LND machbar ist und hat hinterher relativ viel Pain, weil man ja so ein Vendor-Login hat. Das heißt, also wenn du erstmal, also weil ich hatte, als ich den Node gewechselt habe, die Implementierung gewechselt habe, 1000 Channels, die ich alle beenden musste. Das war extremst painful und ich kann mir vorstellen, dass so ein River Financial oder irgendwie so ein anderer Anbieter, die sich da erstmal committed haben zu der Technologie. Es ist halt echt schwer dann zu sagen, ja, wir schmeißen das alles weg, wir haben intern das Know-how aufgebaut, wir schmeißen das alles weg und wechseln die Implementierung. Vor allem verlieren sie Netzwerkeffekt dadurch, ne? Erstmal. Ja, total. Genau. Also, und auch das ist halt ein Thema, mit dem ich immer mal wieder konfrontiert bin, ist halt, dass es Inkompatibilitäten gibt zwischen den Implementierungen. Die sind halt häufig, treten die in Edge-Cases auf. Aber wenn man so viel unterwegs ist wie mein Node, dann läuft man da halt rein. Manchmal ist es die Schuld der LND-Implementierung, manchmal ist es die Schuld von CLN. Das heißt also, der eine muss was anpassen oder der andere, aber man läuft da manchmal in so Edge-Cases rein, die dann eine Zeit lang auch für massiv viele Force-Closes gesorgt haben zum Beispiel. Und jetzt nochmal zur Technik. Nochmal, also was kostet so ein Setup, was du jetzt hast? Also was hast du an Fixkosten im Rechenzentrum? Und ich weiß nicht, ob du das schon erwähnt hattest, was an Hardware genau ist jetzt in diesem Dedicated Server drin? Genau. Also der Dedicated Server hat, glaube ich, das ist ein relativ leistungsstarke 8-Kern AMD-Maschine mit, ich meine, 128 GB RAM. Also schon beefy. Das ist aber eigentlich nicht nötig.
Also so ein Node meiner Größenordnung auf Core-Lightning-Basis kann man, ich würde sagen, 16 GB RAM, vielleicht sogar 8 hätten auch gereicht. Die RAM und CPU sind bei weitem nicht am Limit bei meinem Setup. Das heißt also, Lightning ist eigentlich relativ leicht. Leichtgewichtig. Also da geht noch mehr. Deswegen kann man es casual ja auch auf dem Raspi laufen lassen. Genau, also das ist genau der Grund. Und das läuft ja auch. Meine Kosten monatlich liegen jetzt aktuell, also mit dem Setup, das momentan bekannt ist, liegen die bei 150 Euro im Monat, würde ich sagen. Hauptsächlich der Server. Setup, das ich gerade am Aufbauen bin, mit einem Partner zusammen, das ist deutlich komplexer und deutlich größer, aber auch deutlich leistungsstärker. Also wir sind gerade dabei, die komplette Struktur zu überholen und das ganze Setup deutlich zu professionalisieren. Und du hast ja gesagt, du machst das alles sehr, also quasi du nimmst nichts aus der Box softwaremäßig, sondern du baust zum Beispiel dein eigenes Docker-Compose-Skript und die ganzen Bausteine fügst du zusammen. Machst du das selber, hast du das selber angeeignet oder hast du einen Partner, der dir dabei hilft? Oder also du kommst ja jetzt nicht direkt aus der Ecke, oder? Webagentur, ich weiß nicht. Also ich komme überhaupt nicht aus, also ich habe ein gewisses Linux-Know-how, weil ich seit Jahren mit einem Linux-Rechner arbeite. Also das ist meine Main-Machine, ist ein Linux-Rechner. Aber mit dem ganzen Lightning, Bitcoin etc., das habe ich mir alles angeeignet. Dieses Docker-Setup, das wird sich auch perspektivisch erübrigen, wir das auseinanderziehen, dass das der ganze Krempel nicht mehr auf einer Maschine läuft. Das ist halt auch so ein Sicherheitsthema. Ja. Momentan laufen halt die diversen Komponenten, die man für so einen Lightning-Node braucht, die Postgre-Datenbank, der Bitcoin, der Lightning-Node, alle auf derselben physischen Maschine. Und damit riskiert man natürlich, wenn es irgendwo eine Sicherheitslücke in einem dieser Tools gibt, inklusive Docker, dass die ganze Node im Risiko steht. Und wenn man das alles auch auseinanderzieht und auf verschiedene Maschinen legt, dann kann man relativ gut containen, dass sozusagen die Funds sind halt hot, da gibt es aktuell nicht wirklich eine Möglichkeit und man kann das ganz gut containen, wenn man wirklich nur den Lightning-Node, nicht den Bitcoin-D, nicht die Datenbank und nicht gar nichts, sondern nur den Lightning-Node auf einer Maschine laufen lässt und den ganzen anderen Kram auf anderen Maschinen. Und das kommt jetzt. Ja, interessant. Es steckt schon sehr viel dahinter, wenn man es dann professionell aufzieht. Und wie sieht's aus mit der Profitabilität? Also gibt es da von euch Prognosen? Oder ich weiß nicht, wie viel du teilen willst. Das ist ja auch, ne, wenn man es jetzt so professionell aufzieht, dann ich würde vielleicht auch nicht alles sagen wollen, aber also was kann also man da verdienen quasi? Also das lohnt sich überhaupt nicht, in diesen Markt einzutreten. das hätte ich auch gesagt. Nein, ich bin ja eigentlich immer relativ transparent damit, dass ich das monetarisiere und wie. Das ist aktuell profitabel. Profitabilität steht und fällt. Also ich verkaufe die Channels, das ist ja Public Knowledge, mit 0,75% Gebühren. Das heißt, wenn du von mir einen Channel haben willst, der 1 Million Satoshi groß ist, dann bezahlst du 0,75%, also 7.500 Satoshi dafür, plus 2.500 Flat, also Basisfee, für mein Risiko mit Channel Open, Channel Close, weil ich das ja auch alles bezahle. Das heißt also, das ist meine Rendite. Ich garantiere, dass der Channel 90 Tage aufbleibt. Theoretisch kannst du jetzt einfach einen Taschenrechner nehmen, diese 0,75 mal 3 nehmen, mal 4 nehmen, und bist dann bei 3%. Das ist nicht ganz reell, aber ich würde sagen, meine Rendite auf das eingesetzte Kapital liegt so bei irgendwas zwischen 1 und 2%.
Weil du ja auch meintest, mal zu mir, dass du nicht stur nach 3 Monaten einen Channel zumachst, ja, sondern wenn da Liquidity durchgeht, lässt du den auch mal offen. Ja, das heißt, also ich mache momentan, also ich habe, ich glaube, in der Summe vielleicht 10 Channels zugemacht, wo sehr, sehr viel Liquidität auf meiner Seite war, die von externen geöffnet wurden. Also das heißt, jemand anderes hat zu mir einen Channel aufgemacht, die Liquidität ist bei mir geendet und ich habe dann das mal eine Zeit lang beobachtet und dann irgendwann gesagt, na gut, ich mache mal 10 Channels zu. Nicht auf viel Gegenliebe gestoßen, weiß ich auch noch nicht, wie ich damit perspektivisch umgehe. Ansonsten passiert auch relativ viel organisch, dass Channels auf- und zugemacht werden und ich dadurch organisch auch Liquidität wieder kriege, die ich erneut für Channel Openings verwenden kann. Also das muss man einfach mal gucken. Aber es ist halt, wie gesagt, 1-2, maximal 3% theoretisch sind halt eine Rendite, die dafür, dass man Bitcoin riskiert, ja, muss man gucken, wo der Markt landet. Ne? Also das ist aktuell kaum zu beurteilen, ob das langfristig eine brauchbare Rendite ist, ob eventuell die Channel Opening Fees Perspektive steigen oder die Zinserwartungen der Geldgeber. Also Celsius hat damals, glaube ich, 6% bezahlt, was ich persönlich als wahnsinnig viel empfand und zu Recht offenbar. Aber die sind ja auch dann pleite gegangen. Also ich weiß halt, also es gibt momentan keinen Marktpreis für geliehene Bitcoins. Es gibt zusätzlich noch keinen etablierten Marktpreis für Lightning-Liquidität. Das heißt also, wir haben hier 2 Unbekannte. Aber es funktioniert auf jeden Fall so, als dass sich das aktuell trägt und auch so gut trägt, dass ich zuversichtlich bin, dass wenn man genügend Kapital hat, sich das auch so trägt, dass man das Vollzeit und professionell betreiben kann mit mehreren Leuten. Ja, dass du dann auch von den mehreren Leuten die Liquidität mit einbindest. Nee, ja, genau, also nicht nur die Liquidität von Dritten, sondern halt auch, dass man da mehrere Leute von bezahlen kann, von dem, was da an Umsatz passiert. Ah, okay. Das ist ja genau der Punkt, dass man irgendwann, wenn man sowas professionell macht, die Hardware ist dann irgendwann nur noch Begleitmusik zu den Personalkosten. Und wie funktioniert das? Also wie wie öffnest du einen Channel zu mir? Muss ich da ein Formular ausfüllen im Internet? Also gibt es da eine Website oder schreibe ich dich auf Telegram an oder ist das noch ein anderer Mechanismus? Ja. Also früher war es so, dass du mir einfach auf Telegram oder Twitter eine Nachricht schreiben konntest, hey, ich hätte gern einen X-Satoshi-Channel. Dann antworte ich, ja, alles klar, macht so und so viel Satoshi. Hier ist die Lightning-Invoice und wenn die bezahlt war, habe ich den händisch aufgemacht. Dafür habe ich die Zeit nicht mehr, weil halt auch die Nachfrage in Anführungszeichen so groß ist. Das heißt, das ist automatisiert. Es gibt eine Webseite, zerofreerouting.com. Auf die kann man gehen. Und dort kann man eintragen den eigenen Pubkey und die Größe des Channels. Dann drückt man auf Channel kaufen, bezahlt die Invoice und dann wird der Channel von meinem Node automatisch geöffnet. Wenn das gut läuft, passiert das alles innerhalb von 1 Minute nach bezahlter Rechnung. Mhm. Ja, ich finde es beeindruckend, ja, was man alles drumherum bauen kann. Ne? Ja, das ist cool. Genau, also das ist halt das Geile an Lightning. Genau das Gleiche machen halt, ne? Ich, Wunschmeister, unbasiert. Ich weiß nicht, ob er eine Note hat, aber und andere hier auch. Und du machst es halt auch und halt nur sehr viel professioneller und am Ende ist es auch das Gleiche. Also, ja, das Coole ist, ich weiß nicht, ob das schon öffentlich, also ob es bekannt, dass es das geben wird, aber ich weiß nicht, ob es schon released ist. Der BTC Pay Server bietet das auch an. Der BTC Pay Server hat ja unter anderem so ein Plugin für Crowdfunding. Und es wird auch ein Plugin geben, oder es gibt es schon, ich weiß es nicht, wo man Channel Sales mitmachen kann. Das heißt, man kann. Und der Flow ist ziemlich vergleichbar mit meinem. Ja. Das heißt, du kannst mit deinem BTC Pay Server einfach sagen, ich möchte auch Channels verkaufen. Und dann musst du eigentlich nur diesen Haken setzen im BTC Pay Server und dann ist der Rest automatisiert. Das ist ziemlich, ziemlich nice. Also echt cool. Dann können ja noch mehr Leute dann das auch mal in den Markt einsteigen. Ist das nicht dann vom Nachteil für dich? Aus wirtschaftlichem Gesichtspunkt vermutlich, aber
ich, ja, da kommt der Bitcoin hauptsächlich hier, ne? Aber, ich mach das for the money, just for, ich bin ja Idealist, also ja. Ich mach das aus aus politischer und ideologischer Motivation. Also wenn ich mit der Idee scheitere, dafür aber Bitcoin und Lightning sich durchsetzen, dann bin ich dann kann ich sehr, sehr gut schlafen. Ein Rant would not be amused, glaube ich. Aber ja. Ja, es ist aber nicht selbstlos. Also das darf man ja nicht vernachlässigen. Ja, klar, als jemand, der nichts ist Bitcoin selbstlos, besitzt. Ja. Nichts. Eben, wenn Bitcoin und Lightning sich durchsetzt, dann, dass wenn dann deine Node nicht keinen Profit mehr abwirft, hast du trotzdem ausgesorgt. Ne? Also ist ja eine Win-Win-Situation. Genau. Und das ist, glaube ich, auch der Grund, und das ist das Schöne an Bitcoin. Es incentiviert die Teilnehmer und die Eigentümer von Bitcoin, das Netzwerk zu verbessern, auch wenn sie nicht an der Verbesserung selbst profitieren, sondern nur davon, dass es hinterher besser ist. Das ist schon cool. Genau. Ja, ansonsten würde ich sagen, wollen wir ein bisschen in die Staatshass-Ecke gehen. Genau, in die marktradikale Schiene gehen, würde ich sagen. Da kannst du mal ausführen, außer natürlich deinen Anfang, den du gesagt hast, wo du gestartet bist, wie sich das entwickelt hat. Ja, ich glaube, mein Ablauf ist relativ generisch und ziemlich vergleichbar mit dem von vielen anderen. Man kommt aus einer relativ unphilosophischen Ecke und bildet sich langsam aber sicher eine Meinung und stolpert irgendwann über ein Thema. Bei mir war es das Thema Geld und Notenbanken, an dem man irgendwie merkt, Moment mal. Und gerade beim Thema Geld ist es halt so, das Thema Geld denken viele zwar operativ nach, also ja, ich brauche Geld, um meine Miete zu bezahlen, aber total wenige denken darüber nach, was Geld überhaupt ist, weil das so selbstverständlich ist. Und die Tatsache, dass es eine Institution gibt, die dieses Geld nach Belieben erzeugt, ist an Perversität kaum zu übertreffen. Und wenn man das erstmal gemerkt hat, dass das auch absurd ist vom Konzept her, also bei mir war es, und ich stimme mit der Philosophie bei weitem nicht überein, aber es, dieser Zeitgeist-Film, der, oh, wann war der? 2006, würde ich sagen, ging der so durchs Internet. Mit der Erklärung, wie Zentralbankgeld funktioniert. Das heißt, man hat diese Instanz und die erzeugt irgendwie die ersten 1.000 Dollar und dann verleiht sie die 1.000 Dollar an irgendwen und es gibt sofort nach der Erzeugung dieser 1.000 Dollar mehr Schulden als Geld. Das heißt, der Staat, der Zentralbank wird ja mehr Geld geschuldet, als überhaupt existiert. Das ist ja per se schon ziemlich interessant. Und damit fing mein Denkprozess an in die Richtung, ich habe erstmal gedacht, das kann ja gar nicht stimmen. Das kann ja nicht wahr sein. Aber es ist wahr. Und da fing meine Radikalisierung an mit diesen ersten Gedanken. Und dann bin ich halt über das Thema Ron Paul, der ja gerade so 2006 hat er ja an diesem Präsidentschaftswahlkampf teilgenommen. Populär gewesen ist, zum Mises-Institut gelangt, für das ich mich sehr begeistern konnte und was, glaube ich, auch eine zentrale Instanz zumindest im englischsprachigen Raum ist, was Education in dem Bereich betrifft. Und bin da praktisch aufgegangen in dem ganzen Material, das die kostenlos zur Verfügung stellen. Mises.org, ich kann es wirklich jedem nur raten. Und habe mir viele Videos von denen angeguckt, viele von deren, die haben so regelmäßige Vorträge und den ganzen Krempel mir alles angeguckt. Und so bin ich Stück für Stück von, das ist aber komisch, zu, das ist eigentlich nicht in Ordnung, zu, ja, man kann ja den Staat auch ein bisschen reduzieren, ja, für Verteidigung braucht man den vielleicht noch, zu, es ist eigentlich ein absurdes Konstrukt, das durch und durch moralisch ist, gelangt.
Also ein stabiler Weg auf jeden Fall. Und ja. Ein gutes Ziel. Was ich noch sagen wollte, du hast gesagt, ja, du kamst aus einer unphilosophischen Ecke. Du hast jetzt keinen akademischen Hintergrund in dem Bereich gehabt. Ich denke, heutzutage ist das sogar eine gute Voraussetzung dafür, libertär zu werden, weil wenn man erstmal im staatlichen Bildungssystem studiert hat, ja, also Volkswirtschaftslehre oder auch Philosophie, das ganze klassische Zeug, ich glaube, dann wird es schon ein bisschen schwerer, da reinzukommen, weil, naja, das hat halt keinen Platz da. Ich habe ja einen VWL und BWL-Hintergrund. Also ich habe da Volkswirtschaftslehre studiert, das Grundstudium in Volkswirtschaftslehre gemacht, dann BWL gemacht. Das heißt also, ich habe da schon akademische Input gehabt, der mich aber was die ganzen Theorien betrifft, das wird ja nicht, also es wird ja nicht gelehrt, dass die Bewertung eines Gutes in den Köpfen der Leute stattfindet, die Bewertung machen. Und nicht irgendwie magisch ein Apfel den Wert X hat. Und also diese Erkenntnis, die kam mir erst durch das Studium von Mises und Rothbard und so weiter. Ja, das finde ich halt auch schockierend, wenn man sich einfach mal so ein Skript runterlädt, keine Ahnung, Uni Hamburg oder irgendeine große... Tragisch. Wo das gelehrt wird, wo man Steuerung F macht, also für Suche und dann so Mises, Menger oder halt diese ganzen, man muss ja nicht mal Rothbard, also diese Endcaps eingeben, aber halt diese, die schon sehr viel geleistet haben und auch einfach Unabstreitbares aufgeschrieben haben, kommen einfach überhaupt nicht vor, nicht einmal. Ja, das ist tragisch. Ja. Und wenn du dann so Absolventen hast, ja, die Doktortitel haben und du fragst sie, ja, wie ist denn so österreichische Schule? Ja, was ist das? oder keine Ahnung, ja, also man hat mal davon gehört, ja, also mit Doktortiteln und VWL wahrscheinlich, ja, aber man hat keine richtige Ahnung von denen. Das ist so krass. Ja. Seit 14 Jahren, vielleicht sogar seit 16, also seit der Finanzkrise, die ja durch diese Immobilienkrise in den USA ausgelöst wurde, wissen wir, dass diese gängige Theorie viele Dinge, die passieren, nicht erklären kann. Mhm. Das sollte einem eigentlich zu denken geben. Also wenn die Theorie, die überall gelehrt wird, mir nicht erklären kann, warum das so passiert, also genauso wie diese Inflation, die wir jetzt gerade sehen und die Versorgungsprobleme, die wir jetzt gerade sehen, das hat nur bedingt was mit dem Krieg in der Ukraine zu tun. Der hilft natürlich nicht. Aber das ist ja alles, die Ursachen sind ja andere. Ist ja klar, wenn du irgendwie jahrelang die Supply Chains kaputt machst, dass das irgendwann auch beim Endkunden ankommt. Das passiert natürlich nicht an Tag 1, weil am ersten Tag trifft es nur bei einem Zwischensupplier ein, aber irgendwann ist halt das Regal leer. Das hat nichts damit zu tun, dass Putin im Februar in die Ukraine einmarschiert ist. Ich habe da auch schon mit Rahim Tagisadegan auf dem Meetup und auch mit ihm selber gelabert. Und er hatte ja auch mal Lehraufträge an der Uni in Liechtenstein und auch in Wien hier, glaube ich. Und er hat gesagt, ja, also man wird da wirklich rausgedrängt. Also er ist jetzt nicht mehr an der Uni tätig. Und dafür halt so Marxisten, die werden halt, ich sag mal, geduldet und oft auch noch gefördert. Ja, ich habe ja nichts dagegen, wenn Marxisten an der Uni sind und ihre Theorien vorlabern, so sollen sie halt machen. Man soll ja auch kritisch hinterfragen und alles. Aber dann das andere halt aktiv rauszudrängen, das ist halt schockierend. Ja, es ist halt die einzige Theorie, die Wirtschaftskrise erklären kann, ja. Also die Krise, die wir heute haben und das, was wir, die große Depression aus den 20er Jahren, den 30er Jahren und auch der Crash von 2008, das ist die einzige Schule, die das wirklich erklären kann. Und es ist einfach nicht präsent nirgendwo. Das Schöne ist, das macht es ja auch so einfach. Also man muss ja nur nach Anreizen gucken und mit logischem Menschenverstand da rangehen und mit dem Wissen, dass man relativ schnell erlangt, wenn man auch nur ein bisschen abstrakten Krempel über Mises und Rothbard liest. Also man muss ja noch nicht mal da die Weltzeit durchackern, sondern das reicht echt, da irgendwie eine Viertelstunde Zeit zu investieren und mit den Denkansätzen auf die Wirtschaft zu gucken. Und man weiß relativ schnell, man hat Erklärungen für all die Dinge, wo sie in der Tagesschau, welche ich nicht gucken muss,
wo sie in der Tagesschau sich wundern, wie kann das denn jetzt passiert sein? Wie kommt denn das zustande? Naja, die Regierung wird es schon richten. wo man so denkt, ja, nee, wird sie nicht. Entlastungspaket 3. Ja, genau. Ich denke, das Problem mit der österreichischen Schule ist, dass es keine tricky Ausbeutungsmethoden gibt für Leute, die das System verstehen. Und die Leute auszubeuten, die das System nicht verstehen. Ja, das stimmt. Also, Anreize sind halt da, dass die Leute, die an der Macht sind, gerne natürlich möchten, dass das System so weiterläuft, wie es bisher läuft, weil es sie an die Macht gebracht hat. Und entsprechend natürlich auch entsprechende Lehrinhalte bevorzugen, logischerweise. Und ist ja klar, wes Brot ich esse, das Lied ich singe. Wenn ich als Uniprofessor mein Geld bekomme von jemandem, dessen Job davon abhängt, dass Staatsausgaben eine feine Sache sind, ja, was werde ich wohl unterrichten? Und du sagtest, man muss ja nicht mal die großen Wälzer studieren und so, den muss man nicht. Es gibt zwei Rap-Videos auf YouTube, die das Ganze sehr gut erklären. Drei sogar. Also zweimal Keynes vs. Hayek. Ja, geil. Genau. Keynes vs. Hayek und einmal Mises gegen Marx. Und ich glaube, das war so 2018, ne, als sie rauskam, oder 19. Das war geil. Die ersten, die waren so 2011 oder 2012 oder so. Also sind so alt schon? Ja, wow. Ja. Also dann sind die wahrscheinlich nur noch mal durch Twitter gegeistert. Das kann sein, ja. Wobei das erste Keynes finde ich ein bisschen musikalisch cringe. Ich kann mir das nicht anhören. Ja. Das zweite Keynes-Video und das Marx-Video sind göttlich. Das ist einfach der Hammer. Also das erste Keynes Hayek-Video finde ich auch nicht so gut. Aber auf jeden Fall mal, wer es noch nicht gehört hat, der einfach Keynes vs. Hayek und oder Mises gegen Marx eingeben. Und jeweils also das zweite und das erste halt gucken. Und ja. Sehr nice. Hat uns unser Wirtschaftslehrer auch mal vorgespielt im Unterricht, als wir israelische Schule durchgenommen haben. Der hat es gemacht, obwohl es nicht auf dem Lehrplan stand. Grüße gehen raus. Und, hast du eingefädelt oder was? Ja, so ein bisschen. Ja, schon. Ja. Er hat gesagt, ich war nicht der einzige Grund, aber ich war der Hauptgrund. Ich habe ihn ein bisschen damit zugelabert, weil er hat halt Keynes genommen und er hat auch Marx rangenommen. Ich so, ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich auch noch. Ne? Er so, ja, okay. Ja, okay, wenn es sein muss. Na gut. Kreditzyklus erklärt und diese ganzen Sachen von Hayek und von Nice. Und halt, wir mussten das ein bisschen analysieren anhand des Rap-Videos. Ja, cool. Ja. Sehr gut. Aber du hast mich ja noch weitergebracht. Ne? Außer Finanzsystem ist schlecht und Staat ist schlecht, bin ich ja schon lange dabei. Aber allein der Gedanke, dass eben der Staat am Ende gar nicht existiert, gerade durch Larkin Rose, war für mich dann nochmal revolutionär. Weil ich so weit nie gedacht habe, dass ich mir gedacht habe, eigentlich ist es ein Kunstkonstrukt und getragen von denen, die dran glauben. Das ist auch wirklich wahrscheinlich das. Man denkt ja immer, man ist am Ende des Denkprozesses angekommen, obwohl man nur auf dem Weg ist. Aber für mich war das auch so eine Erkenntnis, so dieses, ja, als was sehen wir denn den Staat die ganze Zeit? Als den, also so wird er ja wahrgenommen gerne und lässt sich auch gerne so wahrnehmen. Ja, das ist der großzügige Helfer, der gottgleich vom Guten getrieben versucht ist, uns voranzubringen. Und am Ende des Tages gibt es ja diese Instanz nicht. Es gibt nur einzelne handelnde Akteure. Und diese einzelnen handelnden Akteure sind, oh Wunder, alle Menschen, mit denselben Fehlern behaftet wie alle anderen Menschen auch. Und diese komplette Argumentation, naja, der Staat wird es schon richten, der Staat ist ja so gut. Der Staat beschützt uns vor bösen Menschen mit egoistischen Motiven. Fällt ja sofort in sich zusammen, wenn man irgendwie feststellt, naja, der Staat ist ja auch nichts anderes als ein Haufen Leute. Ja, die glauben an den Staat ausnutzen. Genau. Ja, natürlich. Um sich selbst die Taschen voll zu machen. Durch Steuerkonsumenten. Ja, kommt man halt wieder endgültig zu dem Ergebnis, dass Etatismus nichts anderes wie eine Religion ist.
Das würde ich auch so unterschreiben. Und das ist gerade deswegen tragisch, weil Leute, die sich selber als sehr säkulär wahrnehmen, alles das, was im Mittelalter die Leute dem lieben Gott zugeschrieben haben, ja, wir beten zum Gott, auf dass er es richten möge, ersetzt haben mit dem Staat und wir gehen fleißig wählen, auf dass der Staat es richten möge und gar nicht erkennen, dass sie nichts anderes machen, als früher auch schon gemacht wurde, an eine nicht existierende ein nicht existierendes Wesen glauben, das von Priestern ihnen vorgehalten wird. Da muss ich auch mal reinschauen, habe ich tatsächlich noch nicht gelesen. Die interessanten Kostüme. Selbst das ist ja, wenn man sich die Richter in Karlsruhe anguckt, da wird es ja so offenbar. Die sehen ja auch nicht anders aus als irgendwelche Kardinäle. Das ist ja, die werfen sich da wallende Umhänge um und dann machen sie hier recht. Absurd. Eigentlich lächerlich. Ja. Zu Larkin Rose muss man sagen, er ist brillant, geniales Buch, aber sein Nachteil ist, er wiederholt sich echt laufend. Das Buch hätte man auf ein Drittel kürzen können am Ende des Tages, aber es ist trotzdem richtig gut. Lohnt sich auf jeden Fall, wenn du nicht gelesen hast. Ja, und es ist auch umsonst im Internet erhältlich. Also wer das will, muss da nur nachsuchen. The Most Dangerous Superstition auf Englisch. Im Deutschen gibt es das auch. Kann man bei Amazon kaufen und auf diversen Listen landen. und da heißt es die gefährlichste aller Religionen. Sehr spannend. Ja, gut. Sehr gutes Buch, sehr gutes Buch. Ich habe es als Hörbuch gehört, habe es zum Beispiel gehört, als ich auf dem Liberty Grill gefahren bin, hin und zurück. Das hat ganz gut gereicht. Ja, dann das zweite Mal gehört. War gut, war eine schöne Autofahrt. Sauber. Dann, ja, Wunschmeister, hast du noch Fragen? Ich muss eben mal hier kurz überlegen. Du musst kurz überlegen. Ja, mein Dokument ist verschollen. Mein Dokument mit allen Notizen ist verschollen gegangen. auf Twitter postest du aber weiterhin nur Englisch, ne? Also wenig Deutsch, außer du antwortest auf jemanden. Genau, das ist momentan so meine Philosophie. Das fällt mir zusehends schwer, weil ich gerade bei deinen Tweets häufig geneigt bin, das zu retweeten. Ich weiß noch nicht genau, in welche Richtung sich das entwickeln wird, weil es eigentlich schade ist, dass es so viel geilen deutschsprachigen Content gibt. Ich weiß nur, dass der größte Teil meiner Follower es nicht verstehen würde. Und ich habe da schlagen echt zwei Herzen in meiner Brust, weil ich halt auch nicht Leute, die nur Englisch sprechen, so viel mit deutschem Content versorgen möchte, weil das denen einfach nicht hilft. Wenn es inhaltlich gut ist. Das Einzige, was eine Idee wäre, wenn du retweetest, zitiert retweetest und den Tweet übersetzt. Das wäre vielleicht eine Idee. Ja, das ist eine gute Idee. Da habe ich mir überhaupt nicht drüber nachgedacht. Das ist tatsächlich eine gute Idee. Dann also hast du vieles auf Englisch. Ist nur die Frage, wie viel Libertäre hast du in deiner Followerschaft, weil sehr viele werden ja einfach nur Bitcoiner sein. Das ist, ich kann es überhaupt nicht beurteilen. Also ich befasse mich auch wenig mit Metrik. Alles, was ich sehe, ist, wie viele Follower ich habe und ich gucke wenig, wer das ist. Ich kriege das natürlich mit, wenn mir irgendwelche richtigen Influencer followen. Da freue ich mich auch immer. aber ja, meine Follower sind größtenteils Lightning, haben einen Lightning-Fokus. Einige haben den Bitcoin-Fokus. Da gibt es natürlich große Überschneidungen, aber der Grund, warum sie mir followen, ist in der Regel mein Lightning-Thema und weniger mein Libertär-Thema. Genau. Deswegen habe ich dich jetzt auch auf Glocke, um aktuelle Lightning-Infos zu kriegen. Ja.
Da ist mir übrigens noch eine Frage eingefallen. Hast du Kontakte in die Lightning-Szene, also zu den Leuten richtig? Oder sind das nur so lose Bekannte, die du halt aus dem Internet kennst? Also am Ende des Tages sind das alles lose Bekannte, die ich aus dem Internet kenne. Also ich hatte vorher, ich habe hier ein Büro und habe hier auch Bürokollegen, mit denen ich viel über das Thema Bitcoin rede, auch schon seit langem. Aber das sind alles auch keine eingefleischten Bitcoiner, so wie ich mich gerne sehe. Und ich kenne aus diesem ganzen Bitcoin-Lightning-Space mittlerweile eine Person persönlich getroffen. Aber ich bin auf keinen Meetups, ich bin nicht auf den Konferenzen. Das heißt also, diese physische, persönliche Bekanntschaft, die hält sich sehr in Grenzen. Ich habe aber jetzt, was natürlich durch die Größe des Nodes kommt, den ich betreibe, schon viel direkten Austausch mit einigen Leuten, die bekannt sind. Also ich habe mehrmals mit René Picard gesprochen. Ich rede mittlerweile sehr viel mit Sevi Bühler, der den LN-Router betreibt, also die LN-Router-App, die so ähnlich ist wie Amboss. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, Amboss kenne ich, klar. Genau, der betreibt ein ähnliches Tool. Genau, LN-Router kenne ich auch. Da habe ich mal geschaut, welche Channels für mich sinnvoll sind. Genau, da hat er ja, der hat ja so ein Tool gebaut, wo du siehst, mit welchen Nodes zu verbinden deine Zentralität deutlich verbessern würde und sowas. Und ja, dadurch, dass ich natürlich so eine riesige Implementierung fahre, mache ich ja auch gerne mal den Node kaputt. Und dann ist praktisch auch das Entwicklerteam von Core Lightning, denen ich unglaublich dankbar bin, sehr schnell zur Stelle und rettet mir den Arsch. Also das ist schon mehr als einmal vorgekommen, dass mein Node einfach ausgegangen ist, irgendein Crash in irgendeine merkwürdige, also das ist, glaube ich, jetzt zweimal passiert, in irgendeine merkwürdige Ausnahmesituation reingelaufen ist, weil ich so groß bin und irgendwas passiert ist, was eigentlich niemandem passieren kann, außer er macht, was ich mache. Dann startet der nicht mehr und dann schreibe ich, ich weiß gar nicht, meistens auf Telegram in die Core Lightning Gruppe rein, ich nicht mehr. Und dann wird mir echt dankenswerterweise extrem schnell geholfen. Also das ist echt cool. Also Chapeau an das Team von Blockstream, die da wirklich echt zu Unzeiten im Einsatz sind. Muss ich auch mal Lob aussprechen an den Citadel Betreiber, ist ja nur ein Typ anscheinend, er hat sich mittlerweile Hilfe geholt. Wenn man den auf Twitter anschreibt mit einem Problem, der antwortet auch sehr schnell. Also für Casual Users auch ganz nett. Also das ist echt, also das ist auch, das ist ultra wichtig. Und das ist halt auch einer der Faktoren, weshalb für mich Core Lightning sich als eine gute Wahl herausgestellt hat. Weil der, auch das natürlich wieder nur mein Eindruck, der Fokus des Entwicklerteams bei Core Lightning liegt darauf, die Implementierung zu verbessern. Bei LND ist mein Eindruck, dass der Fokus des Entwicklerteams auf anderen Dingen liegt, zum Beispiel irgendwie Shitcoins on Lightning. weil damit natürlich, die sind investitionsgetrieben, ne? Die haben Investoren, die Investoren möchten gerne Geld verdienen und das tust man entweder, indem man Services verkauft oder einen Hype macht. Und da ist halt der Fokus und das da scheint der Fokus zu sein, das ist zumindest mein Eindruck von außen und das ist halt nicht hilfreich. Also zumindest nicht für mich. Nee, für dich nicht. Ja gut, irgendwelche Shitcoiner fürs Lightning-Netzwerk zu interessieren. Man kann zwar jetzt als Bitcoin-Maxi sagen, das will man nicht, raus mit denen, aber gleichzeitig, gut, es bringt auch Aufmerksamkeit. Ja. Ist mir auch egal. Also es ist halt nur für mich, ist wichtiger, dass meine Implementierung läuft, als dass es sowas gibt. Ja klar, das ist sowieso. So, das ist der Grund. Also mir ist das, am Ende des Tages wird das ja kommen und wenn ich das richtig verstanden habe mit der wenigen Zeit, die ich dem gewidmet habe, wird das für Nodes wie mich
sowieso völlig transparent ablaufen. Das heißt, da findet irgendwie ein Tausch bei Node A statt. Die Transaktion geht durch Nodes wie mich und an Node B kommt es raus und wird wieder zurückgetauscht. Ja, gut. Ja, jetzt gibt es ja auch den Ansatz, dass irgendjemand in den USA haut Euro, haut Dollar rein und irgendjemand in Europa kriegt Euro raus. Und solche Spielereien. Genau, für die Nodes dazwischen ist das halt eine ganz stinknormale Lightning-Transaktion wie jede andere. Genau. Und deswegen ist das weder gut noch schlecht in meinen Augen. Also kann man gerne implementieren sowas. Aber ich habe da wenig Emotionen. Es ist nur schade, wenn das auf Kosten der Qualität der Implementierung geht. Das ist richtig. Und du hattest eben schon was von René Picard gesagt. Oder Picard. Ich glaub, er nennt sich Picard, keine Ahnung. Picard. Und dieser Mensch ist ja ein progressiver Bitcoiner, wie er sich nennt. Also er ist ja jetzt kein Endcap. Und auch andere Bitcoiner sind keine Endcaps. Wie denkst du darüber? Also denkst du, das ist so ein Paar, was man nicht trennen kann, also Libertarismus und Bitcoin? Oder denkst du, man kann auch als eher dem Staat anhaftender Mensch konsequent Bitcoiner sein? Voll, also man kann, meiner Meinung nach, kann jeder konsequent Bitcoiner sein, ohne sich in interne Widersprüche mehr zu verstricken als vorher schon. also von daher, ja, das kann man durchaus. Also das hat ja auch für Menschen, die den Staat als was Gutes empfinden, durchaus Sinn, für ein solides Geldsystem zu sein, das schnelle Zahlungen ohne Intermediäre zulässt. Also das schließt sich ja nicht gegenseitig aus. Ich glaube, es ist einfacher, als Endcap bei Bitcoin zu landen oder von Bitcoin zum Endcap zu werden, als alles andere. Aber das schließt sich trotzdem nicht aus. Und ich habe auch, also ich habe da auch nie wirklich wenig Emotionen, wenn jemand sagt, ich habe politisch eine andere Meinung als du. Das ist ja mit der politischen Meinung, die wir hier offensichtlich alle haben, auch nicht schwer, auf Leute mit anderer Einstellung zu treffen. Ja, ja, spannend. Ansonsten, ich weiß nicht. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank. Wir haben ja schon eine Weile geredet. Ja, war schön, dich da zu haben. Ja, vielleicht ergibt sich mal wieder irgendwas. Und ich wünsche dir einen wunderschönen Abend. Ja, mir hat es auch gefallen. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielleicht kommst du noch mal zu 21 oder so. Da kannst du auch das nächste Mal, wenn Liberty Krill ist, ich sag dir Bescheid, ja? Genau. Ich freue mich. Ich wäre auch wirklich gerne gekommen. Ich bin momentan privat sehr stark eingebunden und ich kann kaum weg. Ja, es wäre ja erst nächstes Jahr. Genau, aber nächstes Jahr sieht die Welt sicherlich anders aus. Also von daher, ich würde mich freuen. Ich war auch lange in der Telegram-Gruppe alles mitgelesen, aber mir war relativ schnell klar, ich werde das zu dem Termin nicht schaffen. Aber ja, ich würde mich freuen. Ja, ich mich auch. Also, schönen Abend euch beiden. Na dann, so. Bleibt marktradikal und bis zum nächsten Mal. Tschüss.